Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 1158. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns lieb hast, dass du für uns da bist, ganz egal, ob es uns gut oder schlecht geht. Dass du uns in den Krisen genauso beschützt und uns segnen möchtest, wie in den Zeiten, wo es uns ganz blendend geht. Herr, wir möchten lernen so wie Paulus und Silas, auch in schwierigen Situationen darauf zu vertrauen, dass du das Beste für uns willst und dass wir dich loben und preisen, auch dann, wenn wir negative Dinge erleiden müssen. Herr, ich möchte dich bitten, für mich persönlich und für jeden von uns, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass wir in jeder Lebenslage darauf vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Wir wollen unabhängig von Gefühlen und äußeren Umständen dir die Ehre geben. Wir möchten dich bitten, dass wir auch heute durch dein Wort gesegnet werden. Dass du zu uns sprichst und dass wir dich besser kennenlernen dürfen dadurch. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in der Apostelgeschichte 17. Paulus und Silas sind nach Thessalonik gekommen und gehen dort mehrmals hintereinander am Sabbat in die Synagoge. Es heißt hier in Vers 3, in dem er, also Paulus, erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Also Paulus predigt Jesus. Er zeigt aus dem Alten Testament, wie Jesus die Prophezeiungen auf den Messias genau erfüllt hat, dass nämlich das Verständnis, das die allermeisten gehabt haben, dass der Messias sein militärischer Führer sein würde, ein falsches Verständnis gewesen ist. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, also die Nichtjuden, die allerdings sich dem jüdischen Glauben angeschlossen hatten, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Also sehr viele werden durch die Sabbatpredigten des Paulus überzeugt. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, und die haben dieses Muster, das wir in all den anderen äh, Orten auch gesehen haben, wo Paulus als Missionspionier äh, hinkam. Die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen. Etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Das ist eines der Mittel, die der Satan immer wieder anwendet. Aufruhr, Unruhe, Tumulte, um damit das Evangelium als den vermeintlichen Auslöser dieser Tumulte in Misskredit zu bringen. Und wir werden auch sehen, letztendlich in der, äh, in der, in der, in, in der Endzeit, dass ähnliche Dinge wieder passieren werden. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Und es gibt uns interessanterweise einen interessanten Einblick in die Durchdringung der Evangeliumsbotschaft in der Welt. Ähm, natürlich war noch nicht die gesamte bewohnbare Welt mit dem Evangelium erreicht zu diesem Zeitpunkt. Aber hier sehen wir ganz deutlich, das war kein regionales Phänomen. Die Apostel sind in verschiedene Gegenden ausgeströmt und die Kunde davon hatte bereits auch diese Gegend hier erreicht, dass es hier eine, eine, eine neue Bewegung gibt, die jetzt auch hier in Thessalonik angekommen war. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und hier sehen wir, was für eine Strategie die Aufrührer haben. Sie wollen das ganze politisieren und wollen den Eindruck erwecken, als ob die Christen gegen das römische Reich wären und äh, Jesus als einen quasi Ersatzkönig äh, postulieren. Bedeutet mit anderen Worten, dass es sehr töricht wäre gewesen wäre von den Christen damals, wenn sie tatsächlich gegen das römische Reich polemisiert hätten, wenn sie tatsächlich gegen das römische Reich gewettert hätten, weil dann hätten solche Anklagen Substanz gehabt. Wehe uns, wenn wir solchen Anklagen, dass unser Glaube die, die politischen Ordnung umstürzen will, wenn wir solchen Anklagen durch unser Verhalten auch noch Futter geben sollten. Bei Paulus und bei Silas war das nicht der Fall gewesen. Wir wissen, wie Paulus zu dieser Frage stand, er hat das später in Römer 13 sehr deutlich gezeigt. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Also da hat sich richtig Zorn aufgestaut. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Also Paulus verfolgt immer wieder dieselbe Strategie. Diese, waren aber, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Von den Berianern kann man wirklich etwas lernen. Zum einen waren sie nicht solche, die ständig Fehler gesucht haben. Sie haben mit, mit Wohlwollen dem, Petru, äh, Verzeihung, dem Paulus zugehört. Sie haben nicht versucht, irgendwo einen Fehler zu finden. Aber dann, nachdem sie wohlwollend mit aller Bereitwilligkeit... Willigkeit das Wort aufgenommen haben, haben sie täglich die Bibel studiert, um festzustellen, ob Paulus wirklich die Wahrheit sagt. Sie hatten dazu noch nicht den Römerbrief oder die Offenbarung, auch noch nicht das Johannesevangelium. Sie hatten das Alte Testament. Sie haben also anhand von Jesaja und Jeremia, von den Mosebüchern, den Psalmen, den Propheten, den Geschichtsbüchern, von all den Büchern des Alten Testamentes, anhand dieser Grundlage die Evangeliumspredigt des, des Paulus studiert und geprüft. Hoffentlich haben auch wir unsere Wohnung im übertragenen Sinne gesprochen in Berührung. Hoffentlich sind auch wir gute Kenner des der Bibel, um wenn Predigten gehalten werden, wir nicht einfach alles aufnehmen, nur weil es gesagt worden ist, sondern dass wir alles gründlich prüfen aber nicht einfach um Fehler zu finden, sondern um der Wahrheit willen, aus Liebe zur Wahrheit. Nicht aus Kritiksucht, sondern aus einem tiefen Verlangen, Gott zu gefallen. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Weil sie diese Einstellung hatten und weil sie diese Angewohnheit hatten, die Bibel wirklich zu erforschen, haben sie echten Glauben gefunden. Als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Wir sehen hier, wie auch zuvor schon bei der ersten Missionsreise, dort die, 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 die aus, aus, den, aus den Städten Ikonium und Antiochia und Antiochian, Pisidien Leute nach ähm, Lüster geschickt wurden, äh, werden hier Leute aus äh, Thessalonik nach Beröa geschickt. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Also für eine gewisse Zeit wird jetzt Paulus von den anderen Begleitern abgetrennt. Er wird schon vorgeschickt, weil der Zorn sich vor allem gegen ihn richtet. Silas und Timotheus bleiben zurück, um auch die Gläubigen noch zu stärken, aber erhalten den Auftrag, ihm dann doch zu folgen. Denn Paulus steht jetzt vor einer der größten und bedeutendsten Städte, äh, vor allem auch in kultureller und religiöser Hinsicht, der gesamten Antike. Er steht vor Athen. Dort, wo die Philosophen ähm, einhergingen, dort, wo große ähm, literarische Werke entstanden sind, dort, wo ähm, Experimente mit der Demokratie gemacht worden sind. Dort steht Paulus jetzt. Und bringt die Botschaft des ewigen Lebens. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Nun, Athen war nicht die einzige Stadt, in der es Götzenbilder gab. Aber Athen war, muss so voll von Götzenbildern gewesen sein, dass es den Paulus, der ja schon einiges in Kleinasien und in Griechenland gesehen hatte, in Makedonien, sehr betrübt haben muss. Er hatte nun in der Synagoge unterredung Redung mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Das war ja eine Angewohnheit damals in der Antike. Man konnte auf den Marktplatz gehen ähm, ähm, und dort einfach äh, Gespräche führen. Dort wurden ähm, philosophische äh, Debatten abgehalten. Dort wurden manchmal auch äh, Gerichtsverhandlungen äh, durchgeführt. Das war ein Ort, wo man sich traf und wo man miteinander sprach. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen, maßen sich mit ihm. Die Epikureer, die auf Epikur zurückgehen, waren Philosophen, deren Philosophie darin bestand, dass man vor allem das Leben genießen wollte und, und in diesem Leben die schönsten Genüsse ähm, haben wollte. Während die, die, die Stoiker, die Stoa, darauf bedacht war, alle Gefühle und alle ähm, emotionalen Regungen abzustumpfen, sodass man alles gleichgültig äh, über sich ergehen lässt. Man spricht ja auch von der stoischen Ruhe, die jemand hat. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Also da gibt es jetzt ein größtes Interesse bei den Athenern. Wenn, denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Also eins ist sicher, Paulus war hier ein echter Pionier. Bis dahin war das Evangelium von Jesus Christus noch nicht vorgedrungen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Leider sind wir oft manchmal wie die Athener. Wir wollen ständig etwas Neues hören, eine neue äh, Sensation hören. Aber das ist nicht die beste Einstellung um Wahrheit wirklich zu verstehen. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areoparks und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Wir können ja sehr schön beobachten, wie Paulus, der innerlich ergrimmt war über all die Götzenbilder, sogar diese Tatsache der Götzenbilder jetzt noch zu einer Brücke bauen kann, um ihr Herz zu erreichen. Wir sehen, was er innerlich gedacht hat, wir sehen aber auch, wie er jetzt kommuniziert. Er hat nicht einfach losgepoltert, er hat sie nicht ausgeschimpft wegen ihrem Götzenglauben. Er hat sogar noch ein, einen Altar, auf dem der unbekannte Gott angebetet worden ist, als Brücke nehmen können, um ihre Gedanken jetzt auf den wahren Gott zu lenken. Und das zeigt etwas auch von der missionarischen Einstellung, die Paulus gehabt hat. Er hat viele Dinge gesehen, die er nicht gutheißen konnte, aber er hat nicht alles an Ort und Stelle in, 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 in Grund und Boden kritisiert. Er hat versucht, erst einmal die Menschen zu Gott zu führen, damit sie dann sehen, warum Dinge falsch sind. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns die Einstellung der Beriana schenkst, dass wir die Bibel selbst studieren, dass wir uns nicht darauf verlassen, was andere sagen, auch wenn sie Paulus heißen mögen oder Silas, sondern dass wir dein Wort selbst verstehen und dann aus eigenem Studium wissen, was du wirklich sagst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.